Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist der 21. Juni 2021 und ich heiße dich herzlich willkommen bei Molly's Monday. Mein Name ist Beatrice Bürger und ich habe dir heute ein paar gute Übungen mitgebracht oder Bewegungsabläufe, die du für dich machen kannst, wenn du beispielsweise im unteren Rücken immer mal wieder Schmerzen hast. Du kannst gucken, sowohl bei dir selber mit Hilfe einer anderen Person, als auch du einer anderen Person helfen kannst, zu schauen, okay, wie ist denn überhaupt die Wirbelsäule? Ist die gerade oder hat sich da irgendeine Sicherheitsfunktion aktiviert? Wenn du also irgendwann mal einen Schmerzpunkt hattest hier, egal ob das jetzt ein Unfall war oder ob du irgendwo ein Ziehen hattest und dein Körper nimmt automatisch eine Schutzfunktion an, also eine Fehlhaltung, weil dein Körper natürlich diesen Schmerz nicht ertragen möchte und du verschiebst dich automatisch. Das heißt, du kannst selber kontrollieren, ob du eine Fehlhaltung angenommen hast und die wieder korrigieren. Das ist oftmals ein sehr, sehr sensibles Thema. Also ich empfehle dir definitiv zu einem Arzt zu gehen, gerne auch zu einem Heilpraktiker. Ich persönlich hatte damals in Berlin eine ganz, ganz tolle Heilpraktikerin, die mit mir gewisse Bewegungsabläufe vorgenommen hat. Sie hat auch das, was ich dir heute mit ans Herz lege, was du einfach mal selber testen kannst, ein Foto von mir gemacht, sodass ich sehen konnte, wie sieht denn mein Rücken aus, wie sieht meine Wirbelsäule von hinten aus, und man konnte ganz klar und deutlich sehen, dass da eine Fehlhaltung vorlag. Ich hatte anderthalb Jahre einen Bandscheibenvorfall, ich konnte kaum meine Schuhe oder Socken anziehen, ich musste dann also immer mein Bein hochbringen, ich bin studierte Balletttänzerin, deshalb ging das bei mir relativ einfach, aber ich konnte meine Sachen teilweise nicht normal anziehen. Und das ist auf Dauer für jeden einfach nur unglaublich höllisch schmerzhaft. Und ich möchte gerne, dass du daraus einfach für dich mal feststellst, ja, dass du aus dieser Fehlhaltung rauskommst, wie du damit umgehen kannst und was du überhaupt tun kannst. Genau, das ist die eine Intention, die ich gerne mit dir teilen möchte, ein paar Übungen dir zeigen möchte, wie du da dich selber wieder aktivieren kannst, deine tiefer liegende Muskulatur aktivieren kannst, ein paar Übungen für dich zu Hause. Und zum anderen schwenke ich dann über in etwas von Josef Pilates. Ich hatte hier das ein oder andere Mal auch schon aus seinem Buch vorgelesen, seiner Biografie. Und es gibt ein paar tolle Intentionen, die ich da gerne mit dir teilen möchte, weil viele denken oder sich gefangen fühlen in dieser Krise, die momentan überall weltweit mehr oder weniger vorherrschend ist. Es gibt einige, die sich nicht in einer Krise fühlen, andere wiederum schon. Und ich möchte dir gerne anhand der Geschichte von Josef Pilates, der damals zu Kriegszeiten lebte, aber etwas unglaublich Wertvolles geschaffen hat, einfach mal mit dir teilen, damit dir bewusst wird, was alles in deinen Händen liegen kann und was du jetzt, heute, hier und jetzt aus deiner Intuition heraus umsetzen kannst. Also viel Spaß beim Molly's Monday. Fangen wir an mit dem Foto, was ich gerade erwähnt hatte. Ich würde dich einfach mal einladen, dass du jemanden fragst, der ein Foto von dir von hinten machen kann. Also wirklich zieh dein Oberteil aus, deine Unterhose am besten ein bisschen runterziehen, dass du ein bisschen mehr von deinem Becken sehen kannst. Und dann stell dich einfach nur gerade hin, die andere Person direkt hinter dir. Und dann lass einfach mal ein Foto machen, zwei, drei vielleicht zum Vergleich, dass du genau siehst, okay, wie ist deine Wirbelsäule? Das ist das allererste, damit du erkennst, okay, da ist etwas oder auch nicht. Wie ich als Pilates-Trainer gerne arbeite, ist von vornherein, wenn neue Teilnehmer hinzukommen. Wir schauen mit einem anderen Blick. Wir schauen mit einem Blick und schauen, das habe ich ganz oft bei meinen Kursen schon gesagt, ich liebe es ja physisch zu unterrichten und nicht online. Weshalb? Man kann so lange Jahre trainieren, aber man kann falsch trainieren. Und was ganz wichtig ist, dass die Punkte rein körperlich gesehen, dass die Punkte an ihrem rechten Platz sind. Und das kann man am besten, wenn man wirklich vor Ort ist mit dem Teilnehmer, damit du aber für dich selber mal erkennst und lernst, wie wir quasi arbeiten,
Das ist so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel heraus. Stell dich am besten so hin, wie gesagt, nimm dir jemanden zu Rate, der dich unterstützt, der entweder dich beobachtet oder du auch andere. So lernen wir, um andere quasi auch zu unterrichten. Also die Schultern, es gibt ein paar ganz klare Anzeichen, die Schultern, ja, die Hüfte und die Füße, die Fersen, dass du schaust, okay, wie steht die Person gerade? Das heißt, du kannst von vorne, von hinten gucken. Am meisten macht es Sinn, von hinten zu schauen, weil du da gleich wieder die Wirbelsäule im Blick hast und einmal von der Seite. Was halt dabei wichtig ist, dass du die Punkte der Schultern, der Hüfte und der Ferse von der Seite gesehen dürfen eine Linie ergeben. Also wenn du jemanden beobachtest von der Seite, dass er einfach nur gerade steht, seine Füße hüftbreit aufgestellt. Und dann schau mal, ohne dass er was macht, einfach ganz natürlich, einfach ganz normal hinstellen. Du siehst anhand dieser drei Punkte, wie die Körperstruktur ist. Gibt es da irgendwie jetzt in dieser Position schon eine Schutzhaltung? Du kannst auch von der Seite sehr gut sehen, wenn der Körper nach vorne verlagert ist. Also die Balance, ja, das Gleichgewicht ist nach vorne oder nach hinten. Wo ist der Schwerpunkt? Wo ist dein Schwerpunkt? Du kannst dich selber damit kontrollieren. Normalerweise, wie gesagt, eine Linie und gerade. Viele haben das nach vorne, um ihr Gleichgewicht zu wahren. Dann gibt es, wenn du von hinten schaust, die Möglichkeit, zum einen die Wirbelsäule zu sehen und zu schauen, okay, hat er sein Gleichgewicht auf ein Bein verlagert? Achtung, Achtung, das machen ganz, ganz viele. Wenn du irgendwann mal etwas mit dem unteren Rücken hast, ne, typisch ist ja L4, L5, meine Geschichte ebenfalls das gleiche, und man verlagert automatisch sein Gleichgewicht auf eine Seite, auf dein stärkeres Bein, auf dein stärkeres Standbein. Und das gilt es theoretisch wieder zu korrigieren. Ganz viele, ich sag mal, ganz viele Ärzte, es ist leider so, verschreiben oftmals, wollten sie mir auch Einlagen. Aber das unterstützt deine Fehlhaltung. Und du möchtest ja eigentlich wieder zurück in deinen normalen Zustand kommen. Also sollte man wirklich darauf achten, ist das ein Geburtsfehler, dass du quasi von Geburt aus ein längeres oder ein kürzeres Bein zum Beispiel hast? War es ein Unfall? Wie geht man damit um? Ist es wirklich ratsam, Einlagen oder andere Schuhwerk zu produzieren und zu kaufen dafür, dass das so verlagert wird? Oder ist es wirklich ein Bandscheibenvorfall oder etwas, wo du sagst, nee, komm wieder zurück in deine biologische gesunde Haltung. Genau das gilt es auf jeden Fall vorher abzuklären mit deinem Arzt. Was du ebenfalls gut sehen kannst von hinten, ist zum Beispiel, ob die Schultern unterschiedliche Höhenlage haben. Ist eine Schulter höher als die andere? Beobachte das. Wie ist der Kopf? Ne? Oftmals kannst du das ebenfalls sehen, dass der Kopf gar nicht richtig über der Halswirbelsäule ist, dass es sich verschoben hat. Die Hüfte ist vielleicht ein bisschen anders, und achte so ein bisschen auch auf deine Füße. Deine Füße kannst du sehen, Hohlfuß, Plattfuß, dass man so ein bisschen guckt, okay, wo ist das Gewicht und wie ist die Struktur? Normalerweise hat man eine kleine Wölbung in der Mitte des Fußes, und oftmals kann man daran erkennen, wo die Balance ist, wo ist dein Gleichgewicht. Das sind so die ersten Tipps, die man alleine mit dem bloßen Auge schon mal erkennen kann. Und es gibt jetzt ein paar Übungen für dich, die du ganz simpel, Bewegungsabläufe, die du ganz simpel zu Hause auch machen kannst. Aber Achtung, Achtung, immer darauf achten, ob es bei dir etwas gibt, wo du sagst, okay, jetzt zieht es aber, jetzt beginnt es weh zu tun. Dann ist es genau deine Sollbruchstelle, wo du sagst für dich, okay, ein Schritt zurück, dass es sich wieder gut anfühlt, und dann arbeite dich langsam nach vorne. Alles kann, nichts muss. Es ist dein Körper und du hast die Verantwortung für deinen Körper. Also sei immer vorsichtig mit den Übungen, egal wo du bist und was du machst. Okay? Dann geht's mal los. Stell dich nun hüftbreit geöffnet mit den Füßen auf. Achte auf Hüfte, Schultern und die Fersen, dass das übereinander ist. Dann atme tief ein und rolle nur ein Stückchen nach unten, vom Kopf bis über den Nacken, wieder nach oben. Mach das gerne ein zweites Mal ganz bewusst. Und die Schultern locker und wieder nach oben. Du musst gar nicht weit nach unten rollen. Ich zeig dir das von der Seite aus mal. Und ich mache bewusst an einigen Stellen die Übung falsch.
Du siehst das, ne? Mit dem Gewicht, probier das für dich selber mal aus. Du kannst auch gerne, wenn es zu anstrengend ist, die Knie leicht beugen. Achte auf eine natürliche Beckenhaltung. Und dann geht es langsam, ja, nach vorne vom Gewicht, nach hinten. Schau mal, wo deine gesunde Mitte ist. Dann rolle langsam ein Stückchen nach unten. Und je nachdem, wie weit du kommst und es dir auch nicht wehtut, roll langsam wieder nach oben. Und geh gedanklich deine Wirbelsäule entlang. Geh so weit nach unten, wie es für dich angenehm ist. Und achte darauf, dass du mit den Schultern locker bist und dass deine Hüfte über den Fersen ist. Ganz bewusst falsch mache ich es jetzt. Schau mal, kannst du das sehen? Ja, der Nacken ist nicht rund. Ich mache dann den Kopf nach vorne, das machen ganz viele. Und damit du selber mal spürst, geh auf deine Fingerspitzen. Nach vorne, wieder nach hinten, Schultern lockern. Und dann komm mit deiner Hüfte direkt über die Fersen. Ja, kannst du den Unterschied spüren? Bevor du nach oben rollst, beuge leicht deine Knie, winkel sie an und dann geht's Wirbel für Wirbel nach oben. Die Schultern sind die ganze Zeit locker, locker. Ja, und dann roll Wirbel für Wirbel wieder nach oben, die Schultern nach unten ziehen. Spür auch hier, bevor du nach oben kommst, nochmal die Balance und dann komm mit der Nasenspitze wieder nach vorn. Stell dich wieder ganz normal hin. Wir gehen in eine kleine andere Übung, damit die Wirbelsäule auch in die andere Richtung gedehnt wird und du mal reinfühlst. Das Ohr geht direkt zur Schulter und dann geh nach rechts, nach unten oder nach links. Und du siehst, wie ich es hier falsch mache. Viele weichen bei dieser Übung mit der Hüfte aus. Wenn du das nächste Mal nach unten rollst, zur anderen Seite, ja, Schulter und Ohr sind in einer Linie, Nasenspitze nach vorn, zieh die entgegengesetzte Schulter nach unten und dann roll leicht Wirbel für Wirbel zur Seite und langsam wieder nach oben mit der nächsten Einatmung. Es ist wie, als würde deine Hand nach unten ziehen. Wir nehmen jetzt die entgegengesetzte Hand und strecken sie mal ganz nach oben aus. Und zur anderen Seite, dann wirst du auch da einen Unterschied merken. Für viele ist das leichter. Nun nimm deine Arme zur Seite und jetzt geht es in eine Rotation. Diese Übung ist für einige leichter im Sitzen, weil du damit deine Hüfte stabiler hältst. Wenn es im Stehen für dich in Ordnung ist, dann mach es im Stehen. Die Arme nur nach vorne führen. Und jetzt geht's in den Schultern, in den Flügelbereich und schieb die Arme weit nach vorne und zieh sie wieder zurück. Ich zeige dir das in der Seite, dann kannst du das besser sehen. Ja, weit nach vorne und wieder zurück. Die Schultern bewegen sich. Und das ist für viele eine Art Selbstmassage. Nun bring die Hände zusammen und zieh einen Arm ganz weit nach hinten auf. Der Blick folgt der Hand. Und zur anderen Seite. Über den ausgestreckten Arm wieder zurückführen und nochmal direkt eng am Körper lang. Blick folgt der Hand und dann wieder zu schließen. Und nochmal zur anderen Seite. Du kannst das gerne in der Dehnung länger ausharren. Es ist für einige unangenehm, weil sie diese Übung sehr, sehr selten machen. Für einige ist es eine Wohltat. Achte darauf, dass die Rotation in der Hüfte ist, ja, in der Wirbelsäule und spür da richtig rein. Nun geht es auf dem Rücken weiter, achte darauf, dass du nicht im Hohlkreuz liegst und eine natürliche Beckenhaltung hast. Bring deine Füße, deine Fersen näher an dein Gesäß hinan und dann rolle Wirbel für Wirbel langsam nach oben und Wirbel für Wirbel wieder ab. Spüre jeden Wirbel. Von der Nackenwirbelsäule aus bis zur Hüfte und wieder nach unten zurück. Und noch einmal nach oben, ja.
Steißbein einrollen. Achte darauf, dass du nicht ins Hohlkreuz kommst. Und dann bring gerne für die leicht Fortgeschrittenen die Arme nach oben, leg sie am Boden wieder ab. Du kannst dir für die Beine gerne etwas zwischen die Knie legen, dann kannst du nämlich viel besser die Stabilität wahren. Das ist nur ein Tipp am Rand. Wie schon vorhin angekündigt, nehme ich heute den Zusammenhang wieder mit dem Buch Josef Pilates von Eva Rinke. Seine Biografie unglaublich interessant geschrieben. Ich habe dieses Buch verschlungen und es ist für mich immer wieder ein Nachschlagewerk. Ich kann euch einfach nur dieses Buch ans Herz legen, wenn ihr selber Lust habt, das mal zu lesen. Ich möchte euch gerne ein paar Teile daraus vorlesen und teilen mit euch, damit ihr spürt, was man auch in schwierigen Zeiten an Kraft, an Energie zaubern kann. Und das ist letztendlich ja auch oftmals die Quelle von Neubeginn. Wir sind im Jahr 1926, als Josef Pilates entschied, Deutschland für immer den Rücken zu kehren, war seine Übungsmethode schon zu großen Teilen ausgearbeitet. Die Übungen, die er mit Rehabilitationspatienten mit und ohne seine Geräte machte, waren von seinen Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der Körperkultur geprägt. Die Turnübungen, die er in seiner Kindheit gelernt hatte, flossen ebenso ein wie das Körperverständnis des Boxens. Das Prinzip der Körperkräftigung durch Muskelwiderstand übernahm er aus dem Jiu-Jitsu, vergaß aber auch sein altes Idol Eugen Sando und dessen Ideen zum konzentrierten Training nicht. Auch die bewusste Atmung und den Wechsel von Anspannung und Entspannung des Delsarte-Systems, das er über Bess Mendendick, kennengelernt hatte, integrierte Pilates in seine eigene Methode. Die Beobachtung von Bewegung bei Kindern und Tieren hatte ihn bei der genauen Ausgestaltung seiner Übung stark beeinflusst. Achtung, Achtung! Ich gehe mal ein Stückchen weiter nach vorne, da ist das total schön beschrieben. Er hielt nach den Tieren Ausschau und beobachtete sie ganz versunken, stundenlang. Wie leise und elegant die Tiere sich fortbewegten. Keine überflüssige Bewegung, keine Steifheit war in ihrem Gang. Die Spannung des ganzen Körpers, wenn ein Eichhörnchen zum Sprung ansetzte. Wie weit es springen konnte, wie exakt es sein Ziel erreichte. Er bewunderte ihre Lässigkeit, wie sie sich regelten und streckten, wie sehr sie eins waren mit ihrem Körper. Ja. Und es gab noch eine weitere Quelle, aus der Pilates Elemente seiner Übungen geschöpft hatte: das uralte indische Yoga. Yoga war in Deutschland der 1920er erstaunlich populär. Die Theosophen und die Neugeistbewegung, zwei esoterische Gruppierungen mit großer Gefolgschaft, hatten um die Jahrhundertwende Yoga für größere Teile der Bevölkerung zugänglich gemacht, indem sie Übersetzung von Schriften indischer Meister anfertigten, in Form von stark vereinfachten und meist grob verfälschten Erklärungen ergoss sich die Philosophie des Yoga nun in Form von Ratgeberliteratur mit Titeln wie Starke Nerven oder Wie werde ich energetisch auf dem deutschen Buchmarkt. Weiterhin wird natürlich hier beschrieben, wie das mit dem Yoga erging, und es war wirklich ein bunter Strauß an Körperpraktiken, die Josef Pilates in seine Methode einfließen ließ. In gewisser Hinsicht brachte er die Essenz dessen, was in Europa der Zwischenkriegszeit im Bereich der Körperkultur ausprobiert wurde, mit in die Vereinigten Staaten. Bevor er in die Vereinigten Staaten ging, gab es die Zeit des Krieges. Und für sehr, sehr wenige, die das wissen, war Josef Pilates in Gefangenschaft. Also mehr oder weniger in Gefangenschaft auf einer Insel. Ich gehe mal ein Stück zurück im Buch. 1914 bis 1919. Manchmal war es schrecklich. Es gab trostlose Wochen und Monate. Aber im Endeffekt neige ich dazu, in Klammern, das System der Internierung, Klammer zu preisen, anstatt es zu verdammen.
Das ist von Paul Cohen Portheim, Time Stood Still. Auch wenn unklar ist, wann genau und auf welchem Weg Josef Pilates nach England kam, so viel steht fest. Spätestens am 22. Juni 1914 befand er sich im englischen Küstenort Blackpool. Dort herrschte Hochsaison, ja. Badegäste bevölkerten Hotels, Strände und Restaurants und bescherten der Tourismusindustrie hohe Umsätze. In den dampfenden Küchen und im Service arbeiteten während der Feriensaison besonders viele Ausländer. Der deutsche Kellner war in England schon beinahe ein Klischee. Großbritannien war damals für die Deutschen ein beliebtes Auswanderungsziel. Etwa 50.000 bis 100.000 deutsche Einwanderer lebten um 1914 in Großbritannien, die meisten von ihnen in England und Schottland. Die Zahlen sind nicht eindeutig, weil ja, viele illegal eingereist waren und sich nicht bei den Behörden registrieren ließen. Die Deutschen arbeiteten in Handwerksbetrieben und im Dienstleistungssektor, vor allem in Gaststätten und Hotelgewerbe. Deutsche Brauer und Melzer waren auf dem britischen Arbeitsmarkt ebenso gefragt wie Bäcker, Friseuse und Metzger. Aber auch ungelernte Arbeiter hatten gute Chancen, in Großbritannien Arbeit zu finden und wurden meist besser bezahlt als im Deutschen Reich. Pilates ließ sich in Blackpool nieder. In jenem Sommer 1914 störten immer wieder Gerüchte über einen drohenden Krieg die Badegäste aus dem wohligen Zustand des Nichtstuns auf. Trotz der tadellosen Manieren wurden die deutschen Kellner von vielen Briten misstrauisch beäugt. Verbarg sich hinter der Fassade emsiger Dienstfertigkeit möglicherweise ein feindlicher Spion? Handelte sich bei den schlaksigen Männern im Pinguinkostüm um eine heimliche Vorhut des Deutschen Reiches an Englands Küste? Die Spionageromane von William Le Jeu, deren Seiten von gepflegten Damenhemden in Liegestühlen atemlos umgeblättert wurden, beantworteten diese Frage seit Jahren eindeutig mit Ja. Die Kriegsgerüchte, die wie Sturmböen vom Atlantik an den Strand zu wehen schienen, warfen ein neues Licht auf diese lange belächelten Verschwörungstheorien. Von den Gerüchten bekam Josef Pilates ebenso wenig mit wie von der Skepsis gegenüber Einwanderern aus Deutschland. Zum einen interessierte er sich nicht für Politik, zum anderen beherrschte er nicht die englische Sprache. Wort für Wort musste er sich in diese seltsame Sprache mühsam hineintasten und behielt doch nur die Hälfte. Auch wenn er ein Wort oder einen ganzen Satz sagte, den er sich zuvor eingeprägt hatte, schauten ihn seine Gesprächspartner oft verständnislos an. Es gelang ihm nicht, die fremdartigen Laute exakt nachzuahmen, doch Josef Pilates ließ sich davon nicht beirren. Er verständigte sich mit den Händen und Füßen und fand immer wieder Landsleute, die ihm weiterhalfen und für ihn übersetzten. Er hatte fest vor, sich ein Leben aufzubauen. Die Sprachschwierigkeiten waren für ihn kein ernstzunehmendes Hindernis. Doch dann kam der Erste Weltkrieg. Punkt. Obwohl er mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns gegenüber Serbien begonnen hatte, war für die britische Bevölkerung klar, dass das Deutsche Reich der eigentliche Feind war. Größer und mächtiger als das schwächelnde Völkerreich der Habsburger hatte es in den vergangenen Jahrzehnten unter Preußens Führung eine atemberaubende Modernisierung durchlaufen und sich zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten des britischen Empire entwickelt. Die Angst vor dem Krieg und die Wut darüber, dass es so weit gekommen war, entluden sich in spontanen Hasstriaden gegen die deutsche Minderheit. Es geht hier so weiter, es geht auch um den Einfluss der Politiker etc. Ich gehe mal ein Stückchen weiter nach vorne, denn es hat einen Sinn, weshalb ich das hier gerade vorlese. Ja. Zunächst sollten nur Verdächtige interniert werden, also solche Ausländer, die eine potenzielle Bedrohung für die innere Sicherheit darstellten. Diese Gruppe erfuhr in den folgenden Monaten jedoch eine ständige Ausweitung und Ende September befanden sich bereits 10.000 Deutsche in Internierungslagern. Im Mai 1915 wurde dann beschlossen, alle Deutschen,
österreichischen und türkischen Männer zwischen 17 und 55 Jahren festzusetzen. Die Internierung feindlicher Ausländer war keine exklusive Idee der Briten. In Deutschland wurden britische Zivilisten seit November 1914 auf dem Gelände der Trabrennbahn in Ruhleben in Berlin interniert. Insgesamt wurden während des Ersten Weltkriegs in West- und Zentraleuropa mindestens 300.000 Zivilisten deportiert oder interniert. Weitere 300.000 erlitten dieses Schicksal in Russland und zwischen 50.000 und 100.000 in anderen Ländern. Josef Pilates wurde im Herbst 1914 in Blackpool festgenommen. Ich fahre weiter fort, ich blätter mal um. Und das Interessante ist, dass nach der Festnahme, ja, Pilates hatte sich später nie über seine Festnahme geäußert, aber andere Internierte haben ihre Erinnerungen daran festgehalten. Er hat in diesem Internierungslager ja den Moment genutzt und hat andere Männer, andere Internierte trainiert. Er hat mit ihnen regelmäßig Übungen gemacht, hat mit ihnen trainiert und das ist so unglaublich interessant, weil viele natürlich demotiviert sind. Viele haben ja den Sinn des Lebens selbstverständlich hinterfragt. Und hier steht's: Josef Pilates verfiel trotz seiner Empörung über die Internierung nicht der Hoffnungslosigkeit. Er gehörte zu jenen Männern, die schnell begannen, Aktivitäten zu organisieren. Seine Erfahrung als Boxer und Turner, seine Ideen für Übungen zur Körperkräftigung, all dies wurde mit einem Mal zu einem großen Trumpf, den Josef Pilates in den Händen hielt. In Lancaster leitete er Kurse zur Selbstverteidigung. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um die sogenannte Boxgymnastik, einfache Übungen zur Schlagtechnik und zur Beinarbeit, die in der Gruppe durchgeführt wurden. Der große Vorteil dieser Form der sportlichen Betätigung war, dass man dafür keine Hilfsmittel benötigte. Es war nicht nur die Bewegung, die den Internierten gut tat, sondern vor allem die Möglichkeit, etwas selbstbestimmt zu tun, war für sie von enormer Bedeutung. Die Teilnahme an einer Stunde Boxgymnastik, während derer sie über ja, den eigenen Körper verfügten, war eine positive Erfahrung im leeren Lageralltag und ließ die Internierten ihre Situation eine Zeit lang vergessen, was eine große Entlastung war. Auch trugen Aktivitäten wie die Boxgymnastik dazu bei, den Tag zu strukturieren. Sie wurden neben den Mahlzeiten zu einem Fixpunkt im Tagesablauf. Josef Pilates selbst fand sich in einer neuen Rolle wieder. Er war jetzt einer, auf den die anderen zählten, den sie brauchten, auf den sie sich stützten. Seine Fähigkeiten halfen anderen, den Mut nicht zu verlieren und gleichzeitig körperlich in Form zu kommen. Ich bekomme gerade Gänsehaut und vielleicht kannst du das spüren. Vielleicht kannst du spüren, dass du in einer ähnlichen Situation bist. Sowohl als jemand, ja, jemand, der Mut braucht, der auf andere Fähigkeiten anderer zählt, oder dass du jemand bist, der Fähigkeiten in einem speziellen Bereich hat und diese weitergibt. Wissen. Und nicht nur Wissen zu wissen, sondern das Wissen auch anzuwenden und den Moment, der aktuell auf der Welt herrscht, zu nutzen und anderen zu helfen, andere zu unterstützen. Und ich spreche hier weniger davon, Geld zu verdienen und dann diese ja, weitere wirtschaftliche Maschinerie einfach nur umzuverlagern, sondern um einen gewissen Kreislauf zu schließen. Ein Kreislauf, den viele auch Nachhaltigkeit nennen. Ein Kreislauf, der innerhalb einer Gesellschaft funktioniert. Ein Kreislauf, der biologisch funktioniert. Ein Kreislauf, der uns gesund erhalten lässt und mit gesundem Menschenverstand, Herz und Verstand integrieren lässt, in dem, wer wir sind, was wir sind und wie wir sind. Und das ist der Grund, weshalb ich dir hier etwas vorgelesen habe. Es geht natürlich noch weiter und die Geschichte von Josef Pilates ist in meinen Augen nicht nur ein Mutmacher, sondern auch unglaublich interessant für,
für diejenigen, die sich selber kennenlernen möchten, die ihren Körper selber kennenlernen möchten, die wieder anfangen möchten, mehr Sport zu machen, die hinterfragen, die mehr beobachten. Kinder, Tiere, die Natur. Wie funktionieren die ganzen Zusammenhänge und was hat das mit mir selber zu tun? Vielleicht ist das dein eigener Anstoß dafür, dass du endlich die Augen aufmachst und etwas bewegst. Was ist deine persönliche Kraft? Was ist dein Potenzial? Was ist deine Tätigkeit? Was ist deine Leidenschaft? Was ist deine Berufung? Nutz die Möglichkeit und unterstütz genau damit die anderen. Ich finde gerade Kai Hedrich, er war einer der letzten Interviews, die ich geführt habe im Reflection Summit, der jetzt gerade kürzlich quasi geendet hat. Und ich kann mich sehr, sehr gut an dieses Interview erinnern. Ein noch relativ junges Unternehmen, was es noch nicht so lange gibt, mit einem jungen Team. Und sie stellen vegane Bücher her. Da fragt man sich natürlich, hey, was ist denn an einem Buch nicht vegan? Das erklärt er in dem Interview. Und es ist für viele nicht offensichtlich. Aber das zu hinterfragen und zu schauen, okay, weshalb macht er das? Wie ist er darauf überhaupt gekommen? Und was entwickelt sich da in unserer neuen Unternehmensstruktur? Denn es kommt nicht von ungefähr. Es gibt Bücher, die aus Gras bestehen. Und in diesen Büchern, Notizbücher beispielsweise, da werden, während dieses Papier hergestellt wird, Samen mit implementiert. Und wenn dieses Notizbuch vollgeschrieben ist, dann kannst du es quasi in die Erde bringen, in deinen Garten. Und es kommen Blumen. Ist das nicht wunderschön? Was ist das für ein Kreislauf, den dieses junge Unternehmen geschafft hat? Das ist ein Verlag, der Kinderbücher herstellt, Romane verlegt. Und ja, vielleicht hast du ein Kind, was sich davon auch inspirieren lassen möchte, weil es liegt in unseren Händen, was wir aus solchen Vorbildern, aus solchen mutmachenden Persönlichkeiten und Unternehmungsführungen, ja, sind wirklich handfeste Beispiele, die nicht von ungefähr kommen, die unsere Struktur des Lebens verändern können. Und ich bitte dich einfach an dieser Stelle zu schauen, was ist das, was du ändern kannst? Was ist das, was dich begeistert hat? Wo du sagst, hey, das schaffe ich doch gar nicht. Wer sagt denn, dass du es nicht schaffst? Damals beim Krieg, Josef Pilatus. Ich glaube, ganz viele sind dann demotiviert oder depressiv oder werden einfach, ja, verlieren die Hoffnung. Er hat die Hoffnung nicht verloren. Er hat einfach eine Möglichkeit am Schopfe gepackt und ist weitergegangen. Ein Schritt nach dem anderen. Und er hat, glaube ich, meines Erachtens niemals aufgehört, daran zu glauben. Also geh deinen Schritt weiter, geh deinen Schritt weiter, ein Schritt nach dem anderen. Und in diesem Rahmen jetzt, mit dieser Energie, wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Nutz die Möglichkeit, lass das gerade mal in dir arbeiten. Es ist Montagabend und vielleicht gehst du auch gleich ins Bett. Nimm diese Energie mit ins Bett. Lass das für dich in deinem Unterbewusstsein mal arbeiten und fließen und beobachte dich die nächsten Tage, was das mit dir macht. Was möchte da an Energie freigesetzt werden? Ja, und ich möchte gerne an dieser Stelle eine wundervolle Neuigkeit preisgeben, denn nächste Woche Montag ist es soweit. Der letzte Montag im Juni, das erste halbe Jahr 2021 ist vorüber und ich habe einen Special Guest für dich dabei. Ein Special Guest, der dich in die Shiatsu-Welt eintauchen lässt. Und zwar mit Klaus Metzner. Klaus Metzner ist ein Mensch, der über 40 Jahre meines Erachtens nach mittlerweile Erfahrung in diesem Bereich hat. Und ich hole ihn einfach in diesem Rahmen in die Veranstaltung, damit er einfach von seiner Seite aus dir ein paar Möglichkeiten geben kann, wie du gewisse Mediane finden kannst, was du nutzen kannst, ohne dass du vielleicht ja in ein Studio gehen musst, sondern für dich selber zu Hause machen kannst. Also ja, nimm dir nächste Woche Montag um 20.30 Uhr nichts vor. Ich freue mich sehr, dass Klaus zugesagt hat und wünsche dir an dieser Stelle einen wunderschönen Montag noch, eine sehr, sehr schöne, erfolgreiche, entspannte Restwoche und sag Puder wieder, danke, dass du da bist. Freue mich auf nächste Woche mit dir.
Adios.